Donnerstagnachmittag, Weiberfasnacht, und ja, es ist Zufall, dass wir Besuch an Weiberfasnacht aus Hamburg haben. Freue mich sehr, dass Sie endlich mal hier sind. Selig sind da, um genau zu sein, Malte und Stoppel. Hallo ihr zwei. Hallihallo. Neues Album ist raus, heißt Magma, seit 1. Februar. Ja. Und ich habe mir gerade mal überlegt ist mir so in den Sinn gekommen, wie lange es euch schon gibt. Ja? Also wieder dann auch. 20 Jahre wären es. Anfang der 90er quasi gegründet, Mitte der 90er große Erfolge gehabt. Verrückt, oder? Macht euch das Angst auf der einen Seite, weil man denkt, oh Gott, im Himmel sind wir schon lange im Geschäft, oder stolz? Stolz, also stolz auf jeden Fall. Und wir hatten ja diese 10-jährige Pause. Insofern ist unsere Bandgeschichte, erstreckt sich zwar über 20 Jahre, aber sie ist eigentlich gerade mal 10 Jahre jung. Ja. So 89 war das, ne? Die Trennung, ne? Ja, 97. 98, ja genau, 97, 98. Genau. Sorry, Zahlendreher. Ja, genau. Und dann 10 Jahre Pause bis 2008. Ja. Hättet ihr, Hand aufs Herz, hättet ihr gedacht, dass ihr wieder zusammenfindet? Nee. Nie und nimmer. Auf keinen Fall. Ich hab jedem, also... Warum seid ihr denn auseinander? Habt ihr euch gehasst oder was? Ja, kann man so sagen. Also wir waren wirklich verkracht und verstritten, und immer wenn jemand gefragt hat, was meinst du, kommt nochmal was Neues von euch, habe ich felsenfest überzeugt gesagt, hundertprozentig nein, wir werden nie wieder uns versöhnen, und dann kam es doch irgendwie ganz anders. Ja, aber was ist dann passiert, dass das wieder geklappt hat? Na, da haben wir ganz lange miteinander gesprochen. Also irgendwann, ich kriegte einen Anruf von Jan, der meinte, hier, Malte, wie sieht's aus? Projekt S, bist du dabei? Ich so, hö, was, wie, du spinnst, was mit dir los? Und dann haben wir uns nach und nach halt zusammengesetzt und haben ganz viel miteinander geredet. Irgendwie alle Probleme auf dem Tisch, was nervt wen an was und so weiter und so fort. Und ja. Dann war es soweit. Dann haben wir Musik gemacht. Ich glaube, da hören jetzt ganz viele zu, die sagen, ach guck an, wie bei uns in der Beziehung. Das klingt echt nach einer Ehe oder das so. Das ist eine Ehe zu fünft. Ja. Also auf jeden Fall. Wir haben ein zweites Mal geheiratet. Was ich ja das Schöne an euch finde, es gibt ja viele, die Comebacks hatten, ja, und die wieder zurückkommen. Meistens ist aber so, nach einem Jahr schon wieder vorbei und man merkt dann, okay, die sind wegen der Kohle zusammengekommen, mal eben schnell noch so eine Comeback-Tour, nochmal schnell ein Best-of-Album rausgeschmissen und das war's. Euch gibt's halt jetzt dann doch wieder schon ein paar Jahre, und das sieht ja auch ganz gut aus. Freut uns sehr. Ja, es macht mehr Spaß denn je, auf jeden Fall. Deswegen wird es auch weitergehen mit uns. Habt ihr eigentlich neues Publikum jetzt seit der Reunion, seit dem Comeback wieder? Oder sind das quasi die alten treuen Fans? Beides. Viele treue Fans, aber die sind zum Teil auch, haben die jetzt schon Kinder, die man mit aufs Konzert nehmen kann. Witzigerweise sind dann da auch manchmal 13-, 14-Jährige. So. Das ist ganz geil. Wann seid ihr auf Tour? Kommt ihr auch mal hierher, in die Region zumindest? Ja, wir sind ab Mitte März auf Tour. Wir fangen in Wien an und am 17. März, glaube ich, ne Stoppel? In Frankfurt, ja, was wahrscheinlich das nächste ist. Das kommt am nächsten hin, genau. Genau, und im Herbst sind wir dann nochmal unterwegs, da stehen die Termine aber noch nicht fest, da kommen wir aber wahrscheinlich hier noch näher ran. Da drücken wir die Daumen, wollte ich gerade sagen, dass ihr dann ein bisschen näher als Frankfurt hierher kommt, das ist sehr schön. Hey, ich muss euch heute fragen, ihr kommt aus Hamburg, da habt ihr mit Weiberfasnacht, Fasching irgendwie nichts am Hut, oder? Gar nichts, nicht. Nee. Fernsehen. Krawatten abschneiden ist bei euch jetzt auch nicht so in. Ich habe auch gar keine mit. Ich glaube, es gibt eine kleine Minderheit von Zugereisten, die das auch irgendwie so ein bisschen feiern, aber so der Hamburger an sich hat damit irgendwie gar nichts am Hut. Hm. Wo wir von verrückten, durchgeknallten Sachen sprechen. Das neue Heino-Album. und diese ganze Aufregung drumherum, Download-Rekord aufgestellt. Was sagt ihr dazu? Ich finde das deutsche eine sehr Band. Lustige Idee. Ja, es ist eine clevere Idee auf jeden Fall. So. Ich habe auch so einen Artikel gelesen, dass man bemängelt, dass er so ein bisschen den Finger zeigt, statt irgendwie cool damit umzugehen, dass er jetzt irgendwie von der jungen Generation die Songs singt, da macht er so ein bisschen so einen auf Rächer. Und das finde ich auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wer das hört, ehrlich gesagt. Ich finde das einen ganz komischen Crossover, weil seine Fans werden diese Musik wahrscheinlich nicht so gut vertragen. Und die Leute, die diese Musik hören von Ärzten oder Neide oder so, ich weiß nicht, ob die was mit der Stimme anfangen können. Vielleicht ganz clever, das jetzt zu Fasnacht rauszubringen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das geht durch alle Schichten. Das finden ja, glaube ich auch. Ich fand das eine lustige Idee. Ich habe spontan gesagt, komm, lass uns Heino einladen. Und er hat ja, das kann ich jetzt sagen, ich habe das vor kurzem gesagt, irgendwie, ich lade Heino ein und habe gesagt, ich halte sie auf dem Laufenden. Deswegen jetzt die Info, Heino kommt. Und zwar, und das habe ich hätte es mir nicht erträumen lassen, Achtung, am Valentinstag. Am 14. Februar. Schöne Grüße von uns. Ja.